Zum Geier, was ist ein Xing-Profil? Oh, die Frage, die klären wir jetzt. Grundsätzlich geht es im Xing-Profil um drei Dinge. Um deine Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Was willst du? Was bist du für ein Mensch? Persönliche Beziehung aufbauen, aber auch fachliches Wissen. Auszubildender oder schon 30 Jahre im Beruf. Dann geht es um deine Verbindungen. Mit wem stehst du in Kontakt? Welche Kontakte hast du? In welchen Gruppen bist du? In welchen Netzwerken bist du? Es geht um drittens um deine Zielsetzung. Bist du auf der Suche nach Aufträgen oder nach neuen Arbeitsstellen? Oder aber ist das überhaupt nicht deine Zielsetzung, sondern du bist vielleicht schon längst in Rente und möchtest einfach noch ein paar alte Kontakte wieder aufleben lassen? Oder aber weder das eine noch das andere, du bist gestandene Unternehmerfrau und möchtest einfach mal schauen, was gibt's Neues auf dem Markt, worauf muss ich reagieren? Das alles sind Dinge, die kannst du in deinem Profil festlegen, sodass jeder, der dein Profil besucht, einen gewissen Eindruck bekommt. Wer bist du überhaupt? Was wird hier geboten, beziehungsweise was wird erwartet von dir? Du kannst dafür nutzen Texte, Bilder, PDF-Dateien und du kannst auch Videos nutzen. Im Xing-Profil kannst du deine Verbindungen angeben. Also, welche anderen Profile im Netz hast du? In welchen anderen sozialen Netzwerken schwirrst du rum? Aber auch welche Webseiten hast du? Welche Podcasts und Blog führst du? Welche Foren führst du oder bist dort Mitglied? Welche Gruppen und Netzwerken gehörst du an? Dazu gehören sowohl digitale als auch nicht digitale Gruppen und Netzwerke. Ich sage jetzt mal die IHK, die Handwerkskammer oder auch diverse Frauenverbände oder Unternehmerverbände. Das alles sind natürlich dann auch Gruppen und Netzwerke, die darunter fallen. Und welche Kontakte hast du? Gehst du mehr so auf Xing auf Suche in der gleichen Branche? Oder bist du querbeet in mehreren Branchen unterwegs, weil dich thematisch sehr viel interessiert? Bist du auf der Suche nach alten Kontakten oder suchst neue Kontakte? Das kann man dort gut erkennen, das kannst du dort gut darstellen. Musst du nicht, kannst du aber und ich empfehle es durchaus. Und natürlich deine Zielsetzung. Also bist du jetzt gerade auf Stellensuche, soll man dich, wenn du von einem Recruiter gefunden wirst, soll der dich kontaktieren oder soll sie sich dich kontaktieren und nachfragen, ob das Stellenangebot, das da im Portfolio ist, vielleicht auch für dich in Frage kommt? Oder brauchst du als Freiberuflerin, als Freiberufler vielleicht noch ein bisschen mehr an Aufträgen? Hast vielleicht gerade eine Lücke im Kalender und sagst dir, ja, da kann ich noch was reinschieben. Also da habe ich noch 3 Monate Zeit. Her damit mit eurer zusätzlichen Arbeit. Du schreibst dann natürlich, was kannst du anderen bieten? Was ist überhaupt in deinem Portfolio? Was sind deine Angebote? Beispielsweise du bist, ja, nehmen wir mal an, du bist kaufmännischer Angestellter. Welche Fähigkeiten hast du? Oder du bist Handwerker, was genau sind deine Angebote in deinem Handwerksbetrieb? Was machst du? Oder nehmen wir an, du bist Köchin, wie sieht's aus? Bist du Mietköchin? Kommst du zu mir nach Hause? Veranstaltest du im eigenen Lokal nur die Geschichten und in welche Richtung geht's? Deutsch, chinesische Küche, was auch immer. Und natürlich auch, was suchst du bei anderen? Bist du auf der Suche nach Netzwerkkontakten? Bist du auf der Suche nach Künstlern für deinen nächsten Tag der offenen Tür? Oder bist du auf der Suche nach, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was vielleicht nach finanziellen Unterstützern? Oder bist du auf der Suche nach XYZ? Da ist natürlich alles möglich. Da kannst du auch jede Menge hineinbringen. Leider gibt's immer wieder sogenannte Karteileichen. Es ist ein Fluch in jedem sozialen Netzwerk. Es gibt immer wieder Karteileichen, wo man ganz klar sagt und sehen kann, ja, die haben das irgendwann mal erstellt. Da ist vielleicht noch ein Profilfoto drin,
Anno Knick. Und eventuell sind da tatsächlich auch so zwei, drei Beiträge drin. Vielleicht kann man noch irgendwo erkennen, wo die mal vor 10 Jahren gearbeitet haben. Aber du kannst nicht erkennen, ist das Ganze noch aktuell? Tut derjenige oder diejenige irgendetwas? Oder haben die sich das irgendwie mal angelegt, so nach dem Motto, ja, dann kann ich auch auf Zinn gefunden werden? Oder auch nicht, bei Karteileichen eher auch nicht. Aber trotzdem, es ist irgendwann mal angelegt worden, dann wird es vergessen. Und seitdem schwirrt man hier als Karteileiche auf Zinn rum. Und andere, die sind aktiv. Die sind dann manchmal auch ein wenig hyperaktiv. Es kann ja also auch auf Xing passieren, dass du einen Kontakt annimmst, weil dich das Portfolio anspricht. Du sagst, ja, gut, das Profil, die Frau, der Mann, sieht ganz vernünftig aus, scheint was von dem Job, den sie oder er macht, zu verstehen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da mal eine Kooperation eingeht, oder könnte ich mir auch gut vorstellen, als zukünftige Arbeitgeberin, als zukünftiger Arbeitgeber oder auch als zukünftige Mitarbeiterin, als zukünftiger Mitarbeiter oder wie auch immer. Und dann nimmst du einen Kontakt an, eine Kontaktanfrage wird von dir bestätigt. Und 2 Minuten später hast du die erste Werbung von der Person in deinem Postfach. Ja, und dann bleibt es natürlich dir überlassen, ob du darauf dann positiv reagierst oder ob du dann sagst, ja, muss ich nicht haben, und den Kontakt wieder löscht. Ja. Kommt so ein bisschen drauf an, wer das ist und in welchem Zusammenhang. Naja, aber wie auch immer, ob das nun Karteileichen sind oder hyperaktive oder normalaktive Mitglieder, jedes Mitglied hat auf jeden Fall ein Profil. Die ähneln sich, aber sie sind eben nicht gleich. Das heißt, der Rahmen wird vorgegeben von Xing, was man eingeben kann, was man eingeben sollte, aber man wird nicht dazu gezwungen. Und deswegen sind sie auch unterschiedlich gut aufgebaut. Der eine und die andere hat ein Auge dafür und andere eben nicht. Das zweite, was da reinspielt, ist, dass eben völlig verschiedene Ziele verfolgt werden. Die eine möchte einfach nur als, ja, Visitenkarte auch ein Profil auf Xing haben. Der andere sucht, ja, Kontakt zu anderen, die in seinem Alter sind und gleiche Interessen haben und vielleicht zusammen dann irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht noch eine zusätzliche Unternehmergruppe in St. Nimmerleinsland irgendwo noch mit aufziehen wollen oder die irgendwo ein soziales Projekt zusätzlich mit unterstützen können oder ähnliche Dinge. Oder aber eben auch, der eine sucht, die andere bietet Arbeit. Das alles sind unterschiedliche Dinge. Und in Gruppen wiederum, da geht's dann um das Thema. Da sind die Profile der jeweiligen Personen zweitrangig. Da geht's darum, dass es das gleiche Thema ist, um das sich alles dreht. Ja, das ist so in Kurzformat Xing-Profil. Was ist überhaupt ein Xing-Profil? Zu Geier, das ist also ein Xing-Profil. Das kannst du nun beantworten.